So Leute, das ist mein Arbeitsmaterial heute. Vielleicht könnt ihr euch denken, was jetzt abgeht. Schaut euch das an. Ist das geil? Ich habe jetzt probeweise mal das erste Stück gemacht. Natürlich direkt vorne angefangen, weil ist ja super das beste Stück zum Testen. Ich sag mal so, die Farben von den Felgen und das Logo dort passt natürlich jetzt super zu dem. Jetzt wisst ihr vielleicht, worauf ich hinaus will mit dem Fahrzeug und weshalb ich eine rote Verkleidung gekauft habe, obwohl es nicht der schönste Rotton ist. Ja, ich will es jetzt mal kurz testen. Wie gesagt, bei dem Stück kann man nicht viel falsch machen, das muss in der Mitte. Ich schaue jetzt mal, wie ich weitermache, ob ich jetzt erst so grob die nächsten Stücke draufklebe, erstmal so vorpositionieren oder ob ich einfach Stück für Stück das nächste dran mache. Ich glaube, da sind nicht so viele Übergänge, wo man darauf achten muss, dass sie perfekt sitzen. Aber wie gesagt, muss ich testen. Also ich bin auch sehr erstaunt darüber. Jetzt sehe ich gerade, hier ist eine kleine Blase, muss ich leider mal dran. Heißluftföhn, bisschen Spüli vorher drauf. Ey, das funktioniert super. Wenn das nachher so gut hält, wie das jetzt draufgeklebt funktioniert, dann bin ich echt erstaunt. Also es ist das erste Mal, dass ich was foliert habe. Also ein Dekor-Kit draufgeklebt und ich bin positiv überrascht. Also das hat so gut geklappt. Ich habe leider kein Stativ, sonst würde ich euch das ein bisschen zeigen, wenn ich das mache beim nächsten Teil. Aber naja, kann ich leider nicht. Deswegen, ich mache jetzt mal weiter und dann zeige ich euch nachher mehr. So, ich habe hier mal das nächste Teil und jetzt kann man hier schon sehen, der Übergang von diesem Muster zu dem passt überhaupt nicht. Das heißt, die Teile sind nicht so, dass die direkt ineinander übergehen. Naja, schade. Und wird auch spaßig, das hier da drunter zu kriegen. Ich habe dieses Teil Gott sei Dank nur mit dieser einen Schraube festgemacht. Das heißt, ich kann das gleich auch noch schnell abnehmen, um hier runter zu kleben. Da habe ich mir schon mal bei gedacht. Ich habe es halt nur erstmal dran geschraubt, damit man dann halt besser, ne, ausrichten kann, dass es auch nachher passt und nicht irgendwie mit dieser Kante Probleme gibt. Na gut, ich mache jetzt erstmal weiter und dann schauen wir gleich mal. Oh Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert so schon, also das funktioniert jetzt schon so gut, das macht mir schon fast ein bisschen Angst. Also für meinen Geschmack schon fast so gut. Keine Bläschen, kein gar nichts. Es passt hier alles. Ja, hier sind noch ganz kleine, hier musste ich schon mehrmals übergehen. Das ist natürlich so eine Rundung, wo das drum geklebt wird. Muss ich auch mal nacharbeiten. Aber ich versuche auch gerade nicht zu bereuen, dass ich es jetzt schon mache. Hier kommen wahrscheinlich auch noch Teile hin. Sollte vielleicht erstmal abwarten, wie das da gleich geklebt wird. Vielleicht muss das noch ein bisschen weiter nach oben. Man kann es ja, wenn man es erwärmt, im Heißluftföhn so ein bisschen ziehen. Nicht, dass ich das jetzt zu tief geklebt habe. Aber das sieht jetzt schon so gut aus. Also ich bin echt positiv überrascht. Das klappt besser als erwartet. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wird jetzt ein Riesenakt. Und nachher werde ich mich ärgern, weil alles kaputt ist. Aber nö, es klappt so gut. Aber ich bin echt erstaunt. Na, mal gucken. Ja, genau, was ich mal zeigen kann, ne? Hier habe ich einen Oberflächenreiniger, mit dem sprühe ich vorher die Fläche mal ein, putze die ab. Dann habe ich hier einfach nur Spüli drin, sprühe ich ein bisschen Spüli drauf und ja, dann klebe ich das Teil drauf. Das Spüli ist vor allen Dingen schon mal dafür da, dass die Folie nicht direkt so hart klebt, dass man sie nicht mehr abkriegt. So kann man das noch mal ein bisschen abziehen und wieder positionieren. Und dann natürlich hier, ich habe hier ein Mikrofasertuch mit so einem Folierspachtel. Ich habe das extra nochmal in so einem Mikrofasertuch, damit das halt keine so eine harte Kante so nach Kratzer auf der Folie macht. Und dann drückt man halt mit Hilfe des Spachtels und dem Heißluftföhn das ganze Spüli von innen nach außen unter der Folie wieder weg. Und es hält. Also ob es hält, weiß ich noch nicht, aber es sieht gut aus. Hier an den Ecken, ja, manchmal so ein bisschen. Da muss man vielleicht nochmal nacharbeiten. Aber ich bin erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass das gut klappt. Echt nicht. Also,
So, hier ist nicht genau das, was ich befürchtet habe. Die Folie geht hier doch ziemlich nah zusammen. Das heißt, ich werde jetzt gleich erstmal gucken, welche Stücke hier hinkommen. Und dann im Notfall das Teil hier nochmal neu positionieren, weiter nach oben. Je nachdem, was jetzt hier noch hinkommt, da muss ich gleich mal gucken, was für ein Teil das ist. Weil das weiß ich natürlich jetzt nicht, weil ich das ja nicht alles vorher schon mal zurechtgelegt habe. Deswegen, ja. Vielleicht sollte ich mir doch mal die passenden Teile dahin kleben, wo sie hingehören, damit ich schon mal einen Überblick habe. So, geschafft. Ist fertig. Also, ich muss sagen, es gefällt mir optisch sehr gut. Wobei noch zu viel Rot eigentlich ist. Also, wenn man legt hier das alles auf der anderen Seite, hier komplett der Rand, hier ebenfalls diese Stellen. Gut, hier bis da ist die Sitzbank, aber auch hier hinten, rechts und links. Hier kommt noch wieder dieses Aluschild hin, wo ja eigentlich das Warnsignal ist. Auf der anderen Seite ist aber auch nichts. Finde ich echt ein bisschen schade, also das ist schwach. Und ja, und die haben ihr Logo tatsächlich noch mit drauf geschmuggelt, von denen, die vorher gemacht haben, rechts und links. Eigentlich wollte ich ja was Neutrales haben. Ich weiß nicht, ob es erst nachträglich gemacht wurde oder ob ich es damals nicht gesehen habe im Internet, aber da haben sie einmal das Logo mit drauf gemogelt. Beziehungsweise hier auch nochmal. Es sind echt zwei Teile übrig geblieben. Das ist auch ein Grund, weshalb die übrig geblieben sind. Das Teil kommt eigentlich noch hier auf diesen Plastikschutz, was dahin kommt. Da passiert aber was. Kommt nicht der Schnorchel durch. Deswegen lohnt sich das nicht aufzukleben, weil das würde ich dann nachher eh kaputt schneiden. Und das hier muss noch da drauf. Lohnt sich aber auch nicht, weil man es nachher wegen dem Schnorchel eh nicht mehr sieht, da nur scheiß Werbung drauf ist. Und da das damals so verkratzt war von der roten Verkleidung, habe ich das eh schon mal abgeschliffen und schwarz lackiert. Deswegen kann ich es auch direkt weglassen. Lohnt sich nicht. Ich will überlegen, ob ich die hier noch zurechtschneide und damit irgendwelche Lücken fülle. Also, ich muss ja gucken, wenn ich fertig bin. Da zum Beispiel, ich könnte das hier zum Beispiel zurechtschneiden und da noch hinkleben. Mal schauen, ob sich das lohnt. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden. Also, das ist natürlich nicht so viele kleine Teile, wie ich dachte. Also ich hätte jetzt gedacht, da sind mehr irgendwie, ja, so Kleinteile für sowas hier und hier noch. Ich meine, die Sitzbank geht zwar auch bis hier, aber ja, das hätte man trotzdem ein bisschen noch zwei, drei kleine Teile dazu legen können. Zumindest für hier oben. Ich meine, hier und auf der anderen Seite. Das hätte echt nicht geschadet. Dass sie das hier auch nicht durchgezogen haben, finde ich schade. Klar, hier ist die Klappe, aber die gibt es auch anders. Also, das ist zwar Serie, man kann aber auch dieses Teil mit diesem Netz nachkaufen für die Seite. Habe ich tatsächlich sogar liegen von einem Teilespender und hätte gedacht, dass ich das irgendwann mal austausche, dass dieser Kasten wegkommt. Der füllt zwar seinen Zweck und ist auch ganz geil, aber der sieht natürlich immer so ziemlich klobig aus. Und eigentlich wollte ich das irgendwann auch mal mit dem Netz auf der Seite machen. Dann hat man natürlich hier eine Lücke im Sticker. Natürlich irgendwie nicht so dolle. Ja, genau, hier dieser Rand ist natürlich auch komplett unbeklebt. Hier ist übrigens die einzige Problemstelle, wo ich mir Sorgen mache. Hier hatte die Verkleidung, das wusste ich auch schon beim Kauf, eine Macke. Kann natürlich jetzt direkt runterkommen. Muss ich mir überlegen, was ich mache, ob ich da noch irgendwas reinspritze. Einen kleinen Tropfen Silikon oder so, einfach nur, damit da kein Dreck zwischenkommt. Ja, mal schauen. Aber was natürlich auch, weil die Verkleidung auch eine lange Zeit auf dem Dachboden lag, ich habe die hier nicht mehr dran bekommen. Dieses Teil war so verzogen, ich habe das nicht mehr mit dem Loch bis dahin bekommen. Dementsprechend ist das hier ein bisschen schief, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, jetzt werde ich noch Gepäckträger dran schrauben, vorne, hinten und die Sitzbank drauf machen, dann sollte es passen. Ja, schauen wir gleich mal.